Hallo, guten Tag, dobrodan, dobrodošli u još jednu novu video lekciju. Da li ste dobro naučili nemački? Pa ne znam da li sam baš dobro naučio nemački, ali učim svaki dan. Da li napolju pada kiša? Ne znam da li pada kiša, zatvoren je prozor. Dakle, pričat ćemo o reči ob. Ne znam da li, nisam siguran da li, pitam se da li, želeo bih da znam da li napolju pada kiša. Krećemo. Broj 1. Hat sie früher in Deutschland gelebt? Hat sie früher in Deutschland gelebt? U prevodu, da li je ona ranije živjela u Nemačkoj? Ne znam odgovor. Dakle, ich weiß nicht. Zarez. Dakle, hoću da kažem ne znam da li je živjela u Nemačkoj. Nisam siguran. Ne znam da li je živjela u Nemačkoj. Ich weiß nicht ob. Znači, ključna reč u ovom klipu je ob. Ich weiß nicht ob. I nastavak jeste zavisna, odnosno rečenica, odnosno glagol na kraju. Koji glagol? U ovom slučaju ovaj koji je na prvom mjestu. Pomoćni glagol uvijek ide na kraju. Kad je perfekat u pitanju. Ich weiß nicht ob. Pa sve prepisujete bez hat. Znači, ob. Ja ću iskopiram, znači ob sie früher in Deutschland gelebt, ali nemojte zaboraviti hat na kraju. Hat sie früher in Deutschland gelebt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob sie früher in Deutschland gelebt hat. Dakle, u pitanju su da li. Ovdje pitam se da li. Da li je živjela u Nemačkoj, vidjet ćemo da li će on ostati dugo, da li je uradio domaći, da li mora da uči nemački, da li ona dolazi iz Francuske. Znači, sva ova pitanja počinju sa da li. I pitanje u nemačkom koje počinju sa da li, počinju sa glagolom. Znači, oni nemaju da li. Kad je perfekat u pitanju, oni počinju sa pomoćnim glagolom. Znači, hat sie gelebt, ich weiß nicht, ob sie gelebt hat. Dakle, ono što vam je na prvom mjestu stavljate na kraju u ovoj ob rečenici. Dobro, nikad posle prve rečenice ništa nije jasno, imamo i dosta da razjasnimo do kraja. Ajmo na sljedeću. Wird sie dort lange bleiben? Znači, ovdje imamo futur. Bukvano, će ona tamo dugo ostati? Znači, da li će ona tamo dugo ostati? Wird sie dort lange bleiben? Pa nisam sigurna. Nisam siguran da li će ona tamo dugo ostati. Znači, ich bin mir nicht sicher. Ključna reč ob. I sada, znači, preskočemo prvu reč. Ajde, pucam. Znači, da li će ona tamo dugo ostati, i na kraju će zapravo. Znači, wird sie dort lange bleiben? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob sie dort lange bleiben wird. Hat er gestern die Hausaufgaben gemacht? Optimo perfekt. Hat er gestern die Hausaufgaben gemacht? Ich weiß nicht, ob, preskačem hat, er gestern die Hausaufgaben gemacht hat. Znači, pazite da ne kažete na kraju habe, pošto moramo da složimo taj pomoćni glagol sa subjektom. Ovdje je subjekat er, on. Znači, oblik je hat. Hat er gestern die Hausaufgaben gemacht? Was denkst du? Šta misliš? Je li on uradio juče domaći? Ne znam. Ich weiß nicht, ob er gestern die Hausaufgaben gemacht hat. Muss er Deutsch lernen? Sad idemo sa modalom. Znači, muss er Deutsch lernen? Welche Fremdsprache muss er lernen? Koji strani jezik on mora da uči? Muss er Deutsch lernen? Ne znam, jer nisam siguran.
Da li mora da uči nemački? Znači, ich bin mir nicht sicher, da li, ob. I sada preskačemo muss. Znači, preskačemo ono što na početku. Ob er Deutsch lernen muss. Ich bin mir nicht sicher, ob er Deutsch lernen muss. Vielleicht muss er Französisch lernen, Englisch oder Italienisch. Ich bin mir nicht sicher, welche Fremdsprache er lernen muss. Und ich weiß nicht, ob er Deutsch lernen muss. Ich bin mir nicht sicher, ob er Deutsch lernen muss. Znači, pitanje direktno počinje sa da li. Da li on mora? Muss er. Muss er Deutsch lernen? Ne znam da li on mora. Ich weiß nicht, ob er Deutsch lernen muss. Kommt sie aus Frankreich? Woher kommt sie? Odakle ona dolazi? Woher kommt sie? Kommt sie aus Frankreich? Weißt du? Jel ti znaš? Jel ona dolazi? Da li ona dolazi iz Francuske? Ne znam. Ich weiß nicht, ob sie aus Frankreich kommt. Jel tako? Znači na početku je kommt. Ich weiß nicht, ob. Ne znam da li. Ona iz Francuske i na kraju kommt. Dolazi. Kommt sie aus Frankreich? Ich weiß nicht, ob sie aus Frankreich kommt. Znači, u direktnom pitanju, taj glagol je na početku. U ovoj indirektnoj rečenici sa ob, taj isti glagol je na kraju. Spricht sie Englisch? Welche Fremdsprache spricht sie? Spricht sie Englisch? Jel ona govori engleski? Ich weiß nicht. Ob sie Englisch spricht. Spricht sie Englisch? Da li ona govori engleski? Ich weiß nicht, ob, ne znam da li, sie Englisch spricht. Ona engleski govori. Trinkt sie Kaffee? Er pije kafu. Trinkt sie Kaffee? Ich weiß nicht, ob sie Kaffee trinkt. Ne znam da li pije kafu. Ich weiß nicht, ob sie Kaffee trinkt. Ich trinke Kaffee. Geht sie heute Abend ins Kino? Ide li večeras u bioskop? Geht sie heute Abend ins Kino? Mogu da pitam. Da li znaš da li ona ide? Znači, možda bude i pitanje. Weißt du, da li, ob sie heute Abend ins Kino? I na kraju, šta? Ovo je glagol s početka. Geht. Znači sad su i jedno i drugo pitanje, samo jedno direktno i indirektno. Direktno, da li ona ide? Geht sie heute Abend ins Kino? Indirektno, da li znaš da li ide? Weißt du, ob... Da li znaš da li? Weißt du, ob sie heute Abend ins Kino geht. Fährt Frau Müller nach Rom? Ide li gospođa Müller u Rim? Fährt Frau Müller nach Rom? Mogu da kažem, pitam se da li ona ide u Rim. Ich frage mich. Ich frage mich, da li Frau Müller nach Rom, na kraju glagol sa početka, fährt. Also, fährt sie nach Rom? Ich weiß nicht und ich frage mich, ob sie nach Rom fährt. Ich frage mich, ob sie nach Rom fährt. Geht er zu Fuß zur Arbeit? Ide li on pešice na posao? Geht er zu Fuß zur Arbeit? Želeo bih da znam. Ich möchte gern wissen.
da li on ide pešice na posao? To mi baš interesuje. Ich möchte gern wissen, ob er zu Fuß zur Arbeit na kraju glagol sa početka. Znači, geht er zu Fuß zur Arbeit? Ich möchte auch gern wissen, ob da li on pešice na posao ide. Trinkt er Weißwein? Trinkt er Weißwein? Da li pije belo vino? Hoću da mu nesem neki poklon, nisam sigurna da li on pije belo vino. Znači, nisam sigurna. Ich bin mir nicht sicher. Da li? Ob er weiß Wein trinkt? Trinkt er Weißwein? Ich bin mir nicht sicher, ob er weiß Wein trinkt. Bringt er dir? Bringt er dir das Buch bald zurück? Bringt er dir bald das Buch zurück? Da li će ti uskoro vratiti, da li će ti brzo vratiti tu knjigu i meni treba? Bringt er dir bald das Buch zurück? Šta se dešava kada, evo ga glagol na početku, međutim on tu nije sam, on ima i ovog svog prijatelja, svoj prefiks koji ide zajedno sa njim, tako da ćemo ga sad spojiti. Ich weiß nicht. I ja se pitam, ich frage mich, ob er mir bald das Buch, znači zurück, i bringt, sada se spaju. Ich weiß nicht, ne znam, ob, da li, er mir bald das Buch zurückbringt oder nicht. Znači sada je glagol sa početka na kraju, međutim ceo glagol, zato što je ovdje bio razvojen zbog razvojenog prefiksa. Ovde u zavisnim rečenicama, znači ti glagoli sa razvojnim prefiksima, pričali smo o tome mnogo puta, prestaju da budu glagoli sa razvojnim prefiksima, nego se pišu zajedno. Hat er ein neues Auto? Da li on ima novi auto? Ich frage mich, ob er ein neues Auto hat. Znači imali, da li ima. Hat er ein neues Auto? Ich frage mich, ob er ein neues Auto hat. Hat er ein neues Auto gekauft? Da li je kupio novi auto? Ich weiß nicht, ob er ein neues Auto gekauft hat. Znači, hat er ein neues Auto gekauft? Ich weiß nicht, ob er ein neues Auto gekauft hat. Ist sie müde? Ich möchte wissen, würde ich das sagen, ob sie müde ist. Ist sie müde? Da li je umorna? Ich möchte wissen, ob sie müde ist. Ist sie nach Berlin gefahren? Da li je otputovala u Berlin? Ist sie nach Berlin gefahren? Ich habe keine Ahnung. Da li, ob sie nach Berlin gefahren ist. Ist sie nach Berlin gefahren? Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, ob sie nach Berlin gefahren ist. Ehrlich gesagt, iskreno rečeno, ich habe keine Ahnung, nemam pojma, ob sie nach Berlin gefahren ist. Holt er mich vom Flughafen ab? Znači, opet imamo glagol s razvojnim
prefiksom abholen. Dakle, želeo bih da znamo će on doći po mene na aerodrom. Ich möchte wissen, ob mich vom Flughafen ab spajamo sa holt. Holt mich vom Flughafen ab. Ich möchte gern wissen, ob mich vom Flughafen abholt. Abholt. Još jedan razvojni prefiks. Sieht jeden Abend fern. Gleda li on svako večer TV? Sieht jeden Abend fern. Ich frage mich, pitam se, ob jeden Abend fern i sieht spajam. Ich frage mich, ob jeden Abend fern sieht. Abholt. Znači, razvojni prefiks se spaja. Wird das Wetter morgen besser sein? Možemo reći. Wird das Wetter morgen besser sein? Da li će vreme sutra biti bolje? Was denkst du? Wird das Wetter morgen besser sein? Ich habe keine Ahnung. Ob das Wetter morgen besser sein wird. Znači, malo je lakše, naravno, dok se piše, pa mogu da ređam kockice, u govoru je malo teže, ali sve je stvar prakse i toga koliko ćete to puta izgovoriti. Ich habe keine Ahnung, ob das Wetter morgen besser sein wird. Znači, pričate kao pesmicu. Ich habe keine Ahnung, ob das Wetter morgen besser sein wird. Kann man hier kostenlos parken? Kann man hier kostenlos parken? Da li se ovde može parkirati besplatno? Ich möchte wissen, ob man hier kostenlos parken kann. Znači, žele bi da znam, ich möchte wissen, ili ich muss wissen, moram da znam, je li besplatan parking ili nije. Ob man hier kostenlos parken kann oder nicht? Was denkst du? Kann man hier kostenlos parken? Ich habe keine Ahnung, ob man hier kostenlos parken kann. Kann man diesen Computer noch reparieren oder nicht? Može li se ovaj kompjuter popraviti ili je suviše star? Ich frage mich, ob man diesen Computer noch reparieren kann. Oder ist zu alt, ili je suviše star. Kann man diesen Computer noch reparieren? Was denkst du? Ich frage mich auch, ob man diesen Computer noch reparieren kann. Oder es ist unmöglich. Nicht mehr möglich. Kauft sie sich ein Fahrrad? Kupuje bicikli. Kauft sie sich ein Fahrrad? Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich ein Fahrrad oder ein Auto kauft. Kauft sie sich ein Fahrrad? Da li kupuje bicikli? Pa nisam siguran da li. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich ein Fahrrad oder ein Auto kauft. Da li kupuje bicikli ili auto. Geht dein Kollege nächste Woche in Urlaub? Da li tvoj kolega sljedeće nedelje ide na odmor? Geht dein Kollege nächste Woche in Urlaub? Ich möchte auch wissen, ob mein Kollege nächste Woche in Urlaub geht. Geht dein Kollege nächste Woche in Urlaub? Ich möchte auch wissen, ob mein Kollege nächste Woche in Urlaub geht.
Spielt er morgen Fußball? Ich habe keine Ahnung, ob er morgen Fußball spielt. Spielt er morgen Fußball? Ich habe keine Ahnung, ob er morgen Fußball spielt. Hat sie die Nachricht bekommen? Hat sie die Nachricht bekommen? Ich weiß nicht, ob sie die Nachricht bekommen hat. Hat sie die Nachricht bekommen? Dali dobila poruku. Ich weiß nicht, ob. Ne znam. Ich weiß nicht, ob sie die Nachricht bekommen hat. Haben Sie heute viel zu tun? Da Leonie, dann ist immer noch Posla. Ich frage mich, ob Sie heute viel zu tun haben. Haben Sie heute viel zu tun? Ich frage mich, ob Sie heute viel zu tun haben. Dakle, nije teško, samo je pitanje vežba. Pišite, prepisujte, ponavljajte rečenice 100 puta, pokušajte od svakog pitanja sa da li da napravite ovako, da krenete sa ich weiß nicht pa da nastavite. Znači, da li pada kiša? Ne znam da li pada kiša. Da li si umoran? Ne znam da li sam umoran. Und so weiter. I to koliko ćete to uspjeti da koristite u svakodnevnom govoru zavisi od toga koliko ste puta provežbali i isgovorili. Ok, bis bald tschüss.